Ja, was soll ich sagen? Ach ja, guten Morgen zum frisch erschienenen Dienstag. Ja, wo wir schon mal hier sind. Habe ich mir gedacht, mal schnell ein Kurzvideo gemacht. Von dem Zwergzicklein so fein. Und Jo muss dabei auch sein. Dann gehen wir schnell den Weg entlang. Da ist die ganze Bande. Ja. Oh, jetzt muss ich mal aber herhalten. Ja. Ganz toll machen sie das. Sind schon so groß und trotzdem noch so auf die Muttermilch bedacht. Ja, die sind noch ein bisschen müde. Ja, okay, wir waren schon sehr zeitig unterwegs oder sind unterwegs. Und haben uns eine größere Tour vorgenommen. So, deswegen ein Stück zurück. Nochmal ein Schwenk auf die kleinen süßen Geschöpfe. Und auf unseren Weg zur weiteren Tour. Ja, das ist der Pfad, wo ich zu Fall gekommen bin, als der Joe ins Wasser gelaufen ist. Hier ein Stubentiger im Gebüsch. Ja, geht auf Deckung. Der Joe hat es nicht so mit Katzen. Wetter ist Bombe. Zurzeit noch nicht so warm. Ja, heute werde ich mir besonders große Mühe geben, nicht wieder zu Fall kommen. Das wird mir zu teuer an Kleidung. Hier ist ein Sweatshirt
war ja auf der Strecke geblieben. Von den Wunden will ich gar nicht erst reden. Ja. Halten sich nicht alle dran. Das sind die, die nicht lesen können. Aber ist ja Platz im Wald. Das stört die Umweltsünder nicht. So wie es ausschaut, ist der Weg nicht mehr ganz so matschig wie beim letzten Mal. Dementsprechend bestimmt auch nicht so rutschig. Das ist für mich nur von Vorteil. Die Wasserstelle werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Nein, hier noch nicht, Jo. Am Sonntag waren wir 4,5 Stunden unterwegs. Gestern wurden es 4. Mal sehen, wie viel wir heute zusammenkriegen. Da war es ja dann doch noch ziemlich feucht. Hier geht es wieder. So, jetzt sind wir am Wasser, an der Wasserstelle angekommen. Joe ist schon unten. Ja, und hier bin ich zu Fall gekommen. Jetzt, wo ich es sehe, wundert es mich nicht. So steil wie das ist. Ja, Jo, gesoffen hast du. Dann ab, weiter geht's. In die Richtung. Ah, da hinten. Ah, ein Eichhörnchen. Sind wir schon wieder weg. Ja, die sind so klein und flink. Da muss man schon schnell sein. Ja, angenehm riechen tut's hier gerade nicht. Wen's interessiert. Acht Minuten haben wir schon wieder aufgenommen. Ich hoffe, ich habe die Pausentaste immer richtig getroffen. Und wir sagen an dieser Stelle alles Liebe, alles Gute. Habt einen schönen Tag. Bis später. Ciao. Wie immer, einen kleinen Nachdreh gibt es noch. Wir haben den Gipfel erreicht. Von nun an ging es bergab. So, jetzt aber endgültig. 9 Minuten und ciao.